Ja, hallo, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Spiel VfL Wormatia Worms gegen Kickers Offenbach. Die Pressekonferenz wird präsentiert von Rowe Motoröl. Das Spiel endete vor 3756 Zuschauern mit 1:0. Und ich begrüße recht herzlich die beiden Trainer von Offenbach, Alexander Schmidt, und von Worms, Max Mehring. Wir wollen gleich in Wir wollen auch gleich in die Spielanalyse einsteigen. Herr Schmidt, bitte Ihr Kommentar zum Spiel. Ja, erstmal hallo zusammen. Ja, Gratulation an Wormatia Worms, ja, 1:0 gewonnen. Ja, wir wollen keine unfairen Verlierer sein, sondern fair gratulieren. Aus unserer Sicht natürlich, das Spiel vom Gegner halt sehr auf Zerstören angelegt. Viele lange Bälle, war für uns... Wir hatten auch mit einem spielerischen Ansatz gerechnet, aber es war nicht der Fall. Natürlich gibt im Endeffekt dann der Sieg einem Recht, ja. Aber ich finde halt, dass es kein schönes oder kein gutes Spiel war. Ja. Aber gut, es ist immer legitim, ja, dass man entscheidet, was das Beste ist für seine Mannschaft. Unser Fehler war einfach, dass wir uns dann angepasst haben, dass wir keine spielerische Lösung gefunden haben, auf das Spiel einzugehen. Das heißt, erste, zweite Bälle, ja, mehr war ja nicht möglich. Ja. Konntest nur auf den zweiten Ball gehen, weil halt, wie gesagt, der Gegner, ich glaube, keine einzige flache Spieleröffnung gehabt hat, keine einzige spielerische Lösung gesucht hat. Und dann, wenn du noch in Rückstand geratest, wie es eben der Fall war, dann wird es doppelt schwer. Ja. Dann wächst natürlich die Heimmannschaft mit der Spielweise, und so war es dann auch. Wir haben dann die wenigen Möglichkeiten, die wir noch hatten, haben wir dann auch nicht genutzt. Ja. Vor allem die vom Sebastian Zielinicki mit Kopf, ja, aus 2-3 Metern ganz freistehend, oder bei dem gelungenen Angriff über Derflinger Hermes, ja, wo er dann den Ball ein bisschen zu weit vorlegt und nicht mehr abschließen kann. Ja, alles in allem natürlich sehr enttäuschend für uns, und bitter einfach, dass wir so ein Spiel dann verlieren und uns dem Niveau dann angepasst haben im Prinzip. Vielen Dank, Herr Schmidt. Max, dein Kommentar zum Spiel. Ja, nur ein Satz. Ja, wenn ihr ein gutes Fußballspiel gesehen habt, ich habe kein gutes Fußballspiel gesehen, das ist meine Meinung. Ja gut, zunächst mal hallo an alle. Vielen Dank für die Glückwünsche. Ich würde es ganz gern nicht versäumen, dem Harry zum Geburtstag zu gratulieren. Der hat heute Geburtstag. Zum Spiel. Wir haben gewusst, was auf uns zukommt. Eine Mannschaft mit einem Etat, der in etwa der Fünffache von unserem ist. Wenn ich mir anschaue, was da noch auf der Bank saß, wer da noch eingewechselt worden ist, das sind zum Teil Spieler, die letztes Jahr noch in der zweiten Liga waren. Und wenn ich dann sehe, dass da auf meiner Seite und auf unserer Seite heute ein Junge auf dem Feld war, der 19 Jahre alt ist, sein erstes Regionalligaspiel gemacht hat, letztes Jahr in der Regionalliga in Aue gespielt hat, in der A-Jugend, und ich habe da keinen großen Unterschied gesehen, muss ich sagen, dann macht mich das umso stolzer. Und grundsätzlich muss ich sagen, wir haben ja im Vorfeld alle gewusst, dass wir diese Mentalität und diese Tugenden, die wir dann letzten Endes heute auch auf dem Feld gezeigt haben, dass wir die brauchen werden, um in der Liga zu bestehen. Und die Jungs haben genau das gemacht. Natürlich hätten wir uns schon auch den einen oder anderen oder die eine oder andere Ballbesitzphase mehr gewünscht. Aber das Spiel hat es nun mal nicht hergegeben. Und am Ende, muss ich ehrlicherweise sagen, zählt für mich das Ergebnis. Klar, die Art und Weise ist natürlich auch wichtig, immer wichtig. Aber für uns heute war das die Art und Weise, die die Punkte bringt. Und das ist für mich das Entscheidende. Und vor allem, das habe ich den Jungs auch gesagt, im Kreis auch so viele Hüte, wie ich jetzt heute ziehen müsste, habe ich gar nicht dabei. Ja, wir hatten mit Sandro, mit Fatih Jungs, die halbe Woche nicht trainiert haben, waren krank. Lennart Grimmer hat die ersten zwei Wochen in der Vorbereitung komplett gefehlt. Felix Harrer habe ich eben gerade schon angesprochen.
Deswegen bin ich jetzt ein Stück weit auch genauso sprachlos, wie ich es im Greiz nach dem Spiel war. Aber am Ende des Tages, muss ich sagen, sind wir alle sehr glücklich. Ich habe den Jungs gesagt, genießt heute den Abend. Kickers Offenbach wünsche ich natürlich für die weitere Runde größtmöglichen Erfolg, außer gegen uns. Und dass die Ziele, die sie sich gesteckt haben, die, glaube ich, auch dem, was sie investieren, entsprechend sind, erreichen. Vielen Dank. Vielen Dank, Max. Gibt es Fragen der Presse? Eine Frage an Alex Schmidt. Du hattest gesagt, dass bei dir kann es durchaus mal vorkommen, dass du auch schon mal zur Pause Spieler auswechselst, weil das läuferische Pensum einfach so groß ist. Heute gab es zwei Wechsel in der Pause und einen dann schon relativ früh in der zweiten Hälfte. Was waren da die genauen Beweggründe? Ja gut, Bosic konnte nicht weiterspielen. Und ich habe mal rechts, habe ich mir mehr erwartet. Ja, Mike Vetter hat halt auch die ganze Woche nicht richtig trainiert. Er war angeschlagen, konnte zweimal trainieren. Das heißt, die 90 Minuten hätte er nicht spielen können. Ja, aber die Halbzeit hat er dann ordentlich gespielt. Und wenn wir wechseln, ist generell so, dass ich mir halt mit dem Wechsel mehr, in dem Fall mehr Torgefahr erwarte. Ja. Also ich würde jetzt keinen raustun, der jetzt wirklich ein überragendes Spiel macht. Ja. Aber hat man halt reagiert, ja, und erhofft sich dann natürlich mehr frischen Wind. Ja, und Hermes ist ja ein Spieler, der auch gut mit und wuchtig die Tiefe anlaufen kann. Ja. Leider hat er den einen Ball halt nicht gescheit mitgenommen, aber ansonsten wie gesagt, man hofft sich halt einfach mehr Power und mehr Torgefahr. Die Frage zielt jetzt auch so ein bisschen dann noch auf die Auswechslung von Jakob Zitzelsberger dann ab. Das ist ja auch eher ungewöhnlich, dass man einen Innenverteidiger rausnimmt. Aber er hat, glaube ich, 3-4 Szenen gehabt, in denen er einfach unglücklich agiert hat. War das dann der einzige Grund gewesen, oder? Ja, die erste Szene, die zum Tor führt, die war halt unglücklich, habt ihr alle selber gesehen. Ja. Und ich habe natürlich draußen mit Jason Breitenbach einen Härtefall auf der Innenverteidigerposition, aber der Jakob hat es halt in letzter Zeit wirklich gut gespielt. Ja, gegen Düsseldorf, gegen Köln hat er ordentliche Spiele gemacht und war jetzt für uns halt einfach dann so, dass er von Anfang an wieder gespielt hat. Ja, aber spätestens dann bei dem zweiten Ball, ja, auch bei dieser Chance für Worms, ja, wo der David gut hält, kam halt dann die Umstellung und es ist halt so, ja, es ist ein ausgeglichener Kader und jeder sollte halt konzentriert seine Leistung bringen. Ja, es war jetzt kein Drama, aber der Jason hat dann, finde ich, sehr gut gespielt, als er reinkommen ist. Dann nochmal auf eine andere Aussage nochmal bezogen. Es ging darum, dass man auch in den Anführungszeichen talentfreien Eigenschaften zeigen will, dass man dem Gegner überlegen ist, dass man die Zweikämpfe, das Läuferische dementsprechend besser macht, mehr läuft, besser in die Zweikämpfe geht. Inwiefern war das heute zu sehen bzw. nicht zu sehen? Ich finde, dass das Spiel insgesamt extrem fahrig war. Also ich glaube, es waren mindestens 10 Situationen, wo ein Gegner minutenlang am Boden liegt und einfach wieder Spielunterbrechungen sind. Bei jeder Spielunterbrechung waren wirklich große Zeitabstände. Das habe ich damit vorhin gemeint, mit diesem fahrigen Spiel. Also ich habe jetzt heute kein schönes Spiel gesehen. Ich habe aber jetzt auch nicht gesehen, dass uns der Gegner bei jedem Zweikampf überlegen ist. Es war einfach ein zerfahrenes Spiel. Ja. Erster, zweiter Ball, es waren keine schönen Kombinationen beidseitig und von daher kann ich jetzt nicht sagen, wir waren jetzt hier von der Mentalität total unterlegen. Es war einfach kein Spielfluss, immer wieder irgendwelche Nicklichkeiten, irgendwelche Spieler, die am Boden liegen, wo dann wieder der Betreuer reinläuft und es war einfach zu wenig Spielfluss. Also die Netto-Spielzeit war halt, glaube ich, extrem gering. Abschließend nochmal zur Verletzung von Dejan Bosic, der ja dann, wie gesagt, relativ oder noch vor der Pause raus musste. Kann man da schon was sagen?
Ja, ihm war es jetzt schwindelig. Ich weiß nicht, muss halt abklären, ja, ob es eine leichte Gehirnerschütterung ist oder was da los ist. Ja, weil ich kann jetzt auch nicht sagen, aber ja, wie gesagt, er musste raus, ihm war es schwindelig. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Schmidt, Ihnen und Ihrer Mannschaft für den weiteren Rundenverlauf. Alles Gute. Ja, Matze Worms auch alles Gute. Versteht es mich nicht miss, aber ich habe halt heute einfach meine Meinung kein gutes Spiel gesehen. Beidseitig, ja. Von uns, weder von uns noch von euch. Ja, aber ihr habt es gewonnen, das gibt euch recht. Ja. Okay, Max, dir auch alles Gute nächste Woche in Waldorf. Weitere 3 Punkte. Nehmen wir gerne mit. Dankeschön. Tschüss und auf Wiedersehen.